Das Wetter präsentiert Ihnen die Steiermärkische Sparkasse. Auch ohne Maskenpflicht hatten sie ihre Masken heute dabei, die Mitglieder der Krampus-Gruppe Bad Mitterndorf. Vor dem heutigen Nikolo-Spiel mit über 100 Mitwirkenden am Dorfplatz wollten sie noch den Schnee auf der Tauplitz genießen. Es ist alles traditionell gehalten, wir haben lauter alt überlieferte, handgeschnitzte Masken. Es ist nur überliefert, dass auch damals der Hugo von Hofmannsthal da seine Urlaube verbracht hat im Ausseerland und dann da vielleicht auch ein paar Anregungen gekriegt hat für sein Salzburger Jedermannspiel. Das Nikolo-Spiel in Bad Mitterndorf ist immaterielles UNESCO-Weltkulturerbe. Seit 150 Jahren wird es stets am 5. Dezember am Abend im Ort Bad Mitterndorf aufgeführt. Kalte Tage noch und die Schneemacher können Frau Holle weiter unter die Arme greifen. Heute ist der Krampustag, morgen kommt dann der Nikolaus und da gibt es auch eine Wetterregel. Es heißt, regnet es an Nikolaus, dann wird der Winter kalt und graus. Aber die Wintersportler wird es bestimmt freuen, wenn es viel Pulverschnee auf den Bergen gibt.